Willkommen zurück zu Gothic und auf dem Weg. Wo soll's denn hingehen? Ins alte Lager. Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? klar, ich habe mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Was passiert, wenn ich das sage? Klar, ich hatte mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Ein witziger Kerl. Ich mag keine witzigen Kerle. Dann ist das nicht so lustig. Okay, na, alles klar. Hast du's aber jetzt. Das musste ich einfach ausprobieren. Das ging nicht anders. Tut mir leid. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Ja, Diego hat mich geschickt. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Oh, das war ja einfach. Was Neues? Nö, du bist so unfreundlich, mit dir rede ich nicht. Was machst du hier? Ich passe auf, dass hier keiner reinkommt, der von Gomez nicht erwünscht ist. Also mach keinen Ärger, wenn du drin bist, sonst bist du das letzte Mal hier gewesen. Und auch da ist, soweit ich mich erinnern kann, was dran. Sobald man einmal, zumindest im Lager, jemanden vom Lager angreift oder wenn jemand anderes aus dem Lager das mitkriegt, ist man hier echt unten durch. Gilt allerdings für jedes Lager. Wer hat hier das Sagen? Torus kümmert sich drum, dass alles läuft. Er ist direkt von Gomez beauftragt. Ich bin neu hier. Sehe ich. Was läuft denn so? Wer hier Ärger macht, bekommt was aufs Maul. Was verstehst du unter Ärger? Die meisten Butler bezahlen uns, damit wir sie beschützen. Wenn du dich mit einem von ihnen anlegst, lernst du uns kennen. Erwische ich dich beim Rumstöbern in fremden Hütten? Schon gut, ich hab's verstanden. Wo finde ich Torus? Er steht für gewöhnlich am Eingang zur Burg. Genau zu dem möchte ich jetzt hingehen. Ja, wobei, vielleicht nicht sofort. Ist nur ein paar Gardisten. Ein Schatten. Grimm! War doch klar, dass das Ärger. Ich will nicht aufgenommen werden. Wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Der gleiche Synchronsprecher scheint mir. Ich bin neu hier. Gerade angekommen, was? Ich bin Grimm. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Nein, ich will nicht wissen, wie ich aufgenommen werde, weil ich nicht aufgenommen werden will. So, Diego, erzähl mir was. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Nein, das habe ich auch nicht vor. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Hallo? Ich bin hier eingesperrt. Mach's gut. Ich bin meiner Freiheit beraubt. Natürlich möchte ich nach draußen. Hey, Torus. Torus? Ich habe ihn angesprochen. Jetzt. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Mal gucken. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gomez-Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Nein.
Aber auch das ist ein Grund, warum ich das alte Lager nicht besonders mag. Die Leute hier sind genauso korrupt und käuflich wie im neuen Lager. Nur, dass sie halt nach außen heraus und nach draußen heraus so tun, als wären sie die Unschuld in Person und die Guten. Und die im neuen Lager, die sind wenigstens so offen zuzugeben, dass sie käuflich sind. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Ja. Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand. Vergiss es. Schon vergessen. Ich will für Gomez arbeiten. Ah. Und wieso, glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez' Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So. Du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez' Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Ja. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren, verstanden? Nein. Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Und ich glaube, man kann auch Bote werden. Das ist dann die Möglichkeit, wie man, wenn man sich dem anderen Lager anschließt, zu den Feuermagiern, die hier im alten Lager sind, im Inneren der Burg, kommt, um den Brief für den obersten Feuermagier abzugeben. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja, aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Ich kümmere mich darum. Ich muss ihn nicht fragen, wo ich Mordrak finde, weil ich weiß, wo Mordrak ist. Und ich möchte sowieso das komplette Lager erforschen und zeigen. Hier zum Beispiel ist Gravo, der gerade etwas futtert. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt es hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Okay, und wie? Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus.
Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Kannst du mir helfen? Ich glaube, ich habe Ärger. Ich denke schon, aber ich warne dich. Die Sache kann dich zwischen 100 und 500 Erz kosten. Was wäre jetzt, wenn ich Stress hätte mit Torus? Mit Torus? Soweit ich weiß, hat er kein Problem mit dir. Mach dir keine Sorgen. Okay. Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Seine Information du willst raus. Die richtigen Leute beeindrucken, hm? Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten, und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketty. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Auch an ihn kannst du dich halten. Gut zu wissen. Also, ich glaube, ich habe zwei... Oh, ich habe noch ein altes Schwert, das macht... Das braucht doppelt so viel Stärke, macht aber dafür 12 Schaden. Dass es mehr Stärke braucht, ist in dem Fall relativ egal. Es geht nur darum, dass ich genug habe, um es zu führen. Mir entsteht da eben nicht irgendwie ein Nachteil daraus, dass ich jetzt meine komplette Stärke verbraucht habe. Ich habe hier 5-mal rohes Fleisch und ich kann mich jetzt an die Pfanne setzen und 1, 2, 3, 4, 5-mal etwas braten. Und danach habe ich 5-mal gebratenes Fleisch, das 15 Lebenspunkte halten statt nur 10. Das heißt, um einen 50% Bonus rauszuholen, muss ich mich da minutenlang, wenn ich mal richtig viel davon habe, an eine Feuerstelle setzen. Das werde ich wahrscheinlich, wenn ich es tue, dann offscreen tun. Butler, Butler, Butler. Leute mit generischen Namen sind meistens langweilig. Hier ist es auch nicht anders mit den Butlern. Und der da hat einen Auftrag für mich, wenn ich mich recht erinnere. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Nein, das will ich auf nicht. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Hast du mal daran gedacht, dass ich einfach mit dem Erz durchbrennen könnte? Vergiss nicht, die Kolonie ist klein. Wenn du mit dem Erz durchbrennst, finde ich dich. Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Ja, ja, klar. Nichts anderes habe ich vor. Danke für die 100 Erz. Das ist ein nettes Startkapital. Wobei, ich glaube, ich kann es sogar noch ein bisschen ausbauen. Hey Mann, ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Ich höre nicht mehr. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich habe da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Ich halte mich da lieber aus. Kostet 110 Erz. Das sollte ich nicht erwähnen, das wäre eine blöde Idee. Wobei, was passiert dann? Krieg ich dann Ärger oder krieg Whistler Ärger? Mal ausprobieren. Whistler wolltest du es für 100 verkaufen. Ach, warte mal. Stimmt, da hätte ich dir ja fast zu wenig abgeknöpft. Ich meinte natürlich 500. 500? Zu wenig. 1000 sind dir lieber? Auch gut. Wenn ich es mir so recht überlege, ich glaube, ich behalte es halt. Okay, das war doch blöd.
Lass uns noch. Du kannst ihm sagen, er wird sein Schwert nie kriegen. Ups, da habe ich gerade aus Versehen den Dialog beendet. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Immer wieder dieselbe. So, nee, die sind auch zu schlecht, die Rüstungen. Ich will ja was Richtiges. Zeig mir deine Ware. So, mal schauen, was du hast. Ich habe 10 Stärke, damit kann ich eine Butlerzucht verwenden, die 20 Schaden macht. Die kostet 160. Ich habe 102 Erz. Ja, ich kann dir 2 Becher geben. Was kann ich ihm denn noch geben? Ich kann ihm das eine Schwert geben. Eigentlich kann ich ihm beide Schwerter geben. Pfeile brauche ich auch nicht. Aber ich glaube, das reicht nicht. Ne. Das reicht nicht. Ich frage mich gerade, was jetzt Whistler sagt, nachdem ich sein Schwert in den Sand gesetzt habe. Ah. Fisk will jetzt 110. Und ich soll dir jetzt noch 10 Erz geben. Ich dachte, du legst Wert auf dein Schwert. Hier, nimm. Jetzt beeil dich. So. Jetzt will ich mal kurz eben speichern und gucken, ob ich ihm das Erz wieder zurückgeben kann. Ich kriege das. Du Idiot! So eine Flasche wie... Okay. Nö. Ich wollte mal gucken. Also, tatsächlich hätte ich mir jetzt 10 Erz erschlichen, weil ich ihm nur 100 zurückgegeben habe. Aber warum soll ich mich mit 10 begnügen, wenn ich 110 haben kann? Zumal ich mich sowieso nicht diesem Lager hier anschließen werde. Und hoffe, dass ich mich erst dann wieder mit dem Typen anlegen werde, wenn ich stark genug bin, um mich wehren zu können. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Aha, ein Insektenspinner.